der Stelle muss ich mal darauf hinweisen, dass der Voice-Chat von We Were Here Forever besser ist als TeamSpeak. V-Box gemacht, wie da steht. Spiel macht komische Sachen. Benutzt eine Monitorauflösung, die ich nicht hab. Hä? Du bist gar nicht drin. Wo drin? Ja, wo drin? Wo bist du gerade drin? Bist du in irgendwas drin? Im Menü bin ich. Von was? Von WeScape. Du bist nicht im Spiel, da steht einfach, du bist online. Hä? Ja, aber ich bin drin. Ich hab dich hingeladen. Bin drin. Aber es gibt so viele Modüsen, dass ich nicht wusste, was ich nehmen muss. Also habe ich jetzt From Me to You. Das hat wirklich nur einer gemacht, das da. Oh, guck mal her, welcher Avatar das ist. Das ist der Standard dort, oder? Hat mir auch was angezogen. Ich glaube, das ist das Stand, also mächtigste Unity-Standard-Asset, das es gibt. Immerhin hat er Laufanimationen, Hubs-Animationen. Ja, die gibt's auch schon. Oh ne, ist das ein Duell? Nee, hopp. Nee. Ja, dann machen wir aber halt was Neues, oder was weiß nicht. Ja, ist das ein Duell? Also ich denk schon. Ja, ich denk schon. Beides ist dasselbe. Ah, da steht jetzt euch. Gamepad, hold V to talk. Hallo? Hallo. Die Räume sind nicht genau gleich, vielleicht ist es doch kein Duell. Gar nicht auf, uns gar nicht aufhören. 35? Die Zahl hat sich geändert. Bei mir auch. Weil ich da was draufgelegt hab. Hä? Oh. Ah. Wenn du auf die Schalter drückst, ändert sich was bei mir. Reset. Wieder 16. Jetzt steht bei mir 5, jetzt steht bei mir 2. Ends. Das ist binär. Ich dachte, du die mal teile. Thank you.
weiß nicht. Ha? Einfach ein paar Mal plus plus und dann irgendwann durch und was heißt denn I just want to do a cheek, also JDG. Hä? Mit der Apple. Oh, weiß mal die Zettel da, ich weiß nicht. Ja, ich muss da 6 hingeben bei dir, aber wenn ich... Kann das nicht du für... Ja, ich hab mir so bei dir auch 6 hingeben. Wieso? Naja, 8. Ja, bei mir war es so, der Knopf in der Mitte teilt. Ich sehe das halt nicht, weil es so weit weg ist und so verpixelt. Buchte. Und was soll ich jetzt machen? Reset. Hä? Klick mal Reset. Aber es ist doch null. Also, klick mal einen Knopf. Anderer Knopf. Ein anderer Knopf. Machen zwei Knöpfe. Jetzt drück mal. Mal 3. Der in der Mitte macht mal 3. Die andere? Keine Ahnung, der macht es auf 0. Nicht der Reset-Knopf, oder? Nicht der Reset. Oder ist es falsch beschrift? Ah, hier ist falsch beschrift. Also ist der Reset-Knopf, macht 16. Irgendein anderer? Muss aber. Der macht immer 16. Irgendein anderer muss kleiner machen. Kleiner muss kleiner machen. Macht mal 3, das ist recht, ja. Macht einfach so 17. Mach nochmal den einen Knopf, wo es kleiner macht. Mach's Trick nochmal. Macht der vielleicht durch 3? Er schreibt immer 16. Und er schreibt immer 17. Ah, der macht plus 17 oder was? Ich kann das Spiel zum Absturz bringen. Null. Oh. Ja, warte, mach's nochmal. Hä? Aber es ist immer null. Das Gräser war. Probier's nicht. Ja, wie sagen wir? Vielleicht du was trinken oder was? Weiß nicht. Ändert sich jetzt bei dir die Zahl? Vielleicht, aber bei dir ist was. Bei dir was geändert. Ja, bei mir hat sich was geändert, ja. Ja, nein, nein, ich meine, wenn du jetzt du nochmal drauf drückst, bei deinem Knipp. Ends. Oh. Oh.
Nix. Oh ja. Moin. Oh. So. Nochmal reset, okay? Null, so. Hä? Bei dir ist nicht null. Das ist mir so schwer. Scheiße. Ja, du hast halt irgendwas auf alle Fälle verändert, weil da steht jetzt halt 1 und nämlich 0. Das macht mal 3. Jetzt, ja, jetzt musst du durch 3. Was war der Durchknopf? Ne, mal 3. Ist die Mitte. Nee. Soll ich durch 3 machen? Ja, es gibt kein durch 3, es gibt nur mal 3. Ach so, du kannst gar nicht. Ne. Länder machen. Jetzt sitzt es wieder auf 0 und nimm mir auf 1. Scheiße. Was ich mache. Ja, aber was soll denn ich bitte machen? Was meinst du? Bei mir auf 2 wäre der Ende Knopf, das wäre geil. Aber ich weiß nicht, wie der Secret ist. Wandert, ich hämmer einfach. Immer noch 0? Ja. Da muss ich doch was triggern, dann passiert es. Ah ja, wenn ich die 16 mache. Das ist seltsam, also ich mache 16. Hä, 17? Warum 17? Hä? Ja, jetzt aber jetzt mal 3. Warum? Scheiße, du machst irgendwas. Hast du irgendwo bei dir Planet? Na. Hast du ein Telefon? Nein. Ein Wecker habe ich.
der Ring. Der Ring, vielleicht ist es der Ring. Lemuel, der Ring aufs Viereck. Wie kommst du, dass es aufs Viereck muss? Keine Ahnung, da steht. You hear me, you should probably answer the phone. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber dann, Boxers. Auf die Stern? Ben, jetzt musst du den Stern. Oh, hin auf dein Ding ist der Stern. Was ist denn bei mir drauf? Dreieck. Okay, dann mache ich. Was hast du aber gesagt? Das mache ich der Stern, ne? Ich hab keinen Stern. Nee, ja, vielleicht. Was er steht halt drauf. You hear me, you should probably answer the phone. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und dann Boxers are very familiar with me. Ich dachte ich halt, das ist das Viereck, also war Box. Dann my favorite planet is Saturn. Deswegen dachte ich Planet, aber der Ring hat mich dann an den Saturn-Ring erinnert. Da hat das Sechseck drauf, was du da hast. Hast du ein paar Handschellen oder irgendwas, was mit Polizei zu tun hat? Du hast wahrscheinlich so zwei Gegenstände, ein anderer Gegenstand wäre eigentlich der Wecker. Passt der zu deinem anderen Zettel? Hat du vielleicht was aufmachen? Ja. Wie man einfach nur fallen. Sieht halt so eine Taschenlampe aus. Was steht denn bei dir drauf? If you put me next to a cricket, I'm relatively flat. If you put me next to a man, I can fight criminals. Und? Mit was kann man Criminals fighten? Gibt keinen Sinn. Los. Achso, Moment. Sechseck hat du auch schon Sechseck, oder? Ja. Aber Stern. Okay, dann heißt's, bei dem Ende ist ein Dreieck drauf, das heißt, du musst den Gegenstand dann, weil du das Dreieck hast. Ja, nee, guck mal. So, schau, ob das Zahnrad gibt. Was soll ich damit? Ich wollte nur sagen, dass es geht. Alter, hier ist noch was. Was ist denn das? Ist da was drauf? Hab ich ja. Das macht keinen Sinn, wir haben ja auch nur zwei Zettel. Achso, die sind vielleicht da drin in der Box. Ja, was ist denn das da mit dem Licht? War
warum leuchten meine alle und bei dir leuchten zwei nicht? So, light all lights. Mach jetzt die Taschenlampe drauf. Polizist hat eine Taschenlampe. Immer der Wecker. Basiert. Also das ist schon geil, ey. Da ist ein Herz drauf. Yes. You are singing Don't Get Off Me. In terms of my job, you would say I'm a member of the board. When I retire, I might go to Florida day with my relatives. Oh ja. So weit, so gut. Also, ey, das ist dir zu schwer. Jetzt nehme ich mal den Hammer und schlage da die Kiste auf. Ja, warte, ich überlasse das dir. Das ist ein VR-Schnee, deshalb normal kann ich dann so richtig drauf batschen.
Der Ship. Na. Die Barhocker waren halt interessant, weil es ja bei mir geheißen hat, ich könnte up and, wenn ich eine sehe, der ich up and down gehe. Bernhard, ich habe Baseballschläger und Cricket zu tun. Du bist ein Barhocker, ja. Bei mir. Ja, was soll ich mit dem Ding? Keine Ahnung, was will man damit irgendwas? Da, wo hast du deine scheiß Ringe auch noch? Was soll ich mit dem ganzen Zeug? Ah, wie hint, geht nicht. Ja. Gut, waren gut investierte 3,20 €. Da war nix. Spiel gibt seit fast 4 Jahren und hat 27 Steam-Bewertungen. Ich glaube, da werde ich nicht mal eine Lösung finden. Boah, hast du recht. Du, der scheiß Zettel, da muss man doch irgendwie mit der Taschenlampe drauf batschen. Ich hab ja auch so einen Zettel. Das ist nur blau, bei dir ist rot, mir ist blau. Ich bin der blaue Boy. Du bist der rote Boy. Woher weißt du, dass du blau bist? Ich kann runtergucken, süß. Ich hab blaue Hose auch. Das kann ja nicht sein, dass es so schwer ist. Settings, Controls, Interact, Left Mouse Button, Jump, Spacebar,
Rotate, Held, Right Mouse Button, Pause, Escape, Push to Talk, V, WASD. Mehr gibt's nicht. Kann doch nur Sinn. Wow. Ja. Hä? Ich hab ein Video und bei denen sind die Cache drauf, aber ich hab noch nicht gesehen, wie sie es aufgeregt haben. Sehr gut.
Und wir gehen drauf. Hä? Hast du irgendwas auf dem Zettel gehabt mit Florida? Oder mit Keys? Weil also der Captain den Schlüssel rüber und dann macht er irgendwas damit. Und dann gehen die Box auf. Ich hab nix mit Keys. Och. Loch. Ja, der hat es irgendwo draufgelegt von hin auf die Säule und dann hat es ein Geräusch gemacht. Und der ist aber schlau, dann lässt er das, wo ich hab, das da, was ist da drauf? Kannst du mit Rechtsklick, kannst du... Ja, mit... Ja, Dreieck, und da hat er sofort gesagt, das wäre die Säge. Geht da nochmal drauf? Sometimes I'm a complete hack, other times I just want to do a jig. Jig, wie Jigsaw? If you see me, you're probably going up and down a lot. Weil die Säge hoch und runter geht. Sinn. Macht keinen Sinn, du musst mal gut Englisch kennen. Da wahrscheinlich nicht. Und wo ist das mit Florida? Irgendwas da mit Florida und Relatives? Ja, da, das hab ich. Ja, genau, und da lädt er der Key drauf. Herz. Ja, was fällt denn jetzt noch? Dann. Ich hab das den Stern und du hast das Sechseck. Aber was hast du noch Sechseck gemacht? Nein, nur... was ist denn das Sechseck? Cricket. Irgendwas mit Favorite Place ist ein Ring. Können. Ha?
Rick Blended. Ja. Ja. Ja, das ist, was ich vorhin schon gedacht habe. Was ist das jetzt noch? Ja, bei Florida. Bei Saturn. Der Ring. Bei. Bei Kostüm Xardas ist die Seite drauf. Scheiße, erzählt aber noch was. Du hast nur Ns oder was? Sechsig. Weil bei mir fehlt halt noch Reis, aber mir eine Viertel. Next to a cricket, lädt er den Baseballschläger hin. Brauchst du den auch? Ja, aber was ist denn? Ne. Sagt man nix. Was sagt er nix? Next to cricket sagt mir nix. Ah, das ist dann meins, ja. Ja, jetzt doof gefahren. Wander. Vielleicht mit dem Pfeil nur links machen. Pfeil nur links drücken. Da gehen die zwei nur links. Aber man ist nicht. Ja. Ich denke, du musst. Trick, ne? Dann gehen die blaue, die A sind aus und die aus sind A. Nochmal auf der rote Knopf und mach. Auf der. Was sagt denn? Beim Pfeil oder das? Wieso sind das drei Lichter? Wann ist bei einer zwei? Gar nichts. Ich kann einfach nur die Lampe A und aus machen. Welche? Die dritte. Ja, aber ich kann. Du musst doch. Kannst du nicht alle rote machen? Du kannst irgendwas machen mit dem, was du. Scheiße, dein Mikrofon dir die ganze Zeit nicht richtig und dann kommt nur die Hälfte da, ne? Oh. Ne, du kannst irgendwas machen.
dem Rumfahren von der Lichter. Guck mal, wie das jetzt rumfährt. Das ist anders, als es vorhin war. Ja, ich trinke hier gar nichts. Das bist ja du. Ich kann es einfach nach links fahren. Ne, der andere Knopf von dir. Ja, der macht das dritte einfach dazu. Na, ja, guck mal jetzt. Jetzt passiert es. Gut, dann kann ich noch einmal nach rechts fahren, dann mache ich gleich 3 dazu und dann haben wir das auch. Hat nicht funktioniert, doch hat's. Jetzt hast du es wieder weggemacht. Hab ich wie gemacht? Kann noch 2 dazu machen. Nee, ich vergab hier nichts. Eigentlich, also. Eine, also, welche für all aus sind. Halt irgendwie. Amol. Jo. Leck mich doch am Typ. Ich hab auch so jetzt schon gelöst. Und hast's? Ich
gab halt da, also das ist eigentlich kein Rätsel für Zwerge, glaube ich. Weil jeder kann es selber im Prinzip. Am Schluss. Ja, jetzt mach du auch oder so. Jetzt musst du nur noch einmal nach rechts fahren und dann einmal die Lampe drehen. Und dann müsste man dann schon mal. Nicht sehr gut, sehr gut. Müssen wir nochmal da zurück machen. Und jetzt mach ich die noch. Hat nicht funktioniert. Jetzt geht's wieder. Mach die linke 2 irgendwie auch. Das weißt du nicht. Jetzt hast du's. Also so Not war ich echt noch nicht. Kann der was ich dumm mache. Jetzt könnte ich sie alle überfahren. Vielleicht kann ich jetzt wieder die rechtliche 4 noch machen, wie du die erwischen gemacht hast. Wenn nicht. Ja, bitte. Dein Knopf macht alle rote A. Außen. Oder die Außen. Meiner macht selber mit der Blaue. Ich hoffe, du hast nichts Wichtiges gesagt. Oh, warum hört man das nicht? Guck, wenn du jetzt auf der, wenn du jetzt auf den Knopf drückst, gehen deine 2 rote aus und rechts die 2 rote A. Macht einfach nur. Zwei rot? Ja. Bei mir. Nicht. Drück nur auf den Knopf. Rot, rot, blau. Ah jo, aber insgesamt 2 rote. Hä?
Gut, für die Leistung. Ich hab, das ist das, was ich die ganze Zeit versucht habe. Und jetzt hat es einfach so geklappt. Die ganze Zeit hast du versucht. Ach so. Man hat müssen eine Schablone machen, die all deine A macht. Das. Ach so. Du musst mir sagen, welche Form ich runterdrücken muss und du will ich. Ja. Sagen wir mal, welche Hebel ich runter machen soll. Weißt du nicht, das müssen wir machen. Oh, 19er. Darf ich gehen? Ja. Oh. Ja, was, woher soll ich wissen, was für Hebel? Pull down the levers belonging to these three figures. Ja. Ja. Das sind gar keine Levers. Bei der anderen, da ist noch so viel Uhr im Raum, oder nicht? Ja. Ja, was soll ich denn jetzt? Pull, soll ich es machen jetzt einfach? Nee. Ich denke, ich muss dir Welle sagen, du musst mir Welle sagen. Ich, ja. Wie sagt man, eine Werfel? Ganz normaler Werfel. Ja. Oder ist bei dem noch was ab oder sowas? Nö. Einfach werfen. Okay, was noch? Und dann habe ich noch so einen Zylinder, wo einfach aber noch ein Bälle Eis ist. Also einfach ein Airball Eis. Okay. Airball Eis, ja. Was ja, noch? Und dann habe ich noch so, wie sagt man, so Goldfisch-Aquarium. Jetzt bin ich raus. Was? Goldfisch-Aquarium? Bist du raus? Ja. Warum? Ja, ich sehe nichts, das so aussieht. Wie sieht denn ein Goldfisch-Aquarium aus? Rechteckig. Was? Ein Goldfisch-Aquarium? Oh. Jetzt sind da noch Vierecke vorne dran oder einfach nur aber so schwarze noch? Ja, also hast du schon mal Goldfisch-Aquarium gesehen, wo außer so Vierecke drauf sind? Ja, aber ich habe noch nie Goldfisch-Aquarium gesehen, das so aussieht. Ja, okay. Ach so, also wenn den Google Goldfisch-Aquarium ingibst, wird sofort das kommen. Dann habe ich das Haus. Was für ein Haus? Haus, Dach. Achso, ja. Aber ja, bauen ist es. Ja, wenn du jetzt Star Trek gucken würdest, würde ich sagen, das ist ein Rakta Gino, aber es ist einfach so das, was im Becher am ähnlichsten aussieht. So ein richtiger Henkel in der Mitte hat und oben und unten, weißt du? Na. Also nicht mal so sowas irgendwas, wo aussieht wie Becher. Scheiße. Ja, das ist, weil ich Star Trek im Kopf hab. Oh ja. Es ist in der Mitte ein Zylinder. Und unten und oben ist es halt, wird's halt breiter. Also, ja. So rund halt. Ja. Das ist ein Becher. Oh. Wenn du Deep Space Nine Rakta Gino bei Google ingibst, finde ich es. Aber egal. Habe ich da so einen Werfel, aber der hat vorne so ein Viereck oder wie man das nennt. So eine Art Rombe ist da drauf. Karo ist da drauf, ne? Da hab ich.
mir den Ball geben. Für den. Fange? Weil der verschwindet. Ich denke. Dafür sind die Platte vielleicht da? Ja, gibt man einfach mal. So. Wie viel soll ich denn geben? Ach, schmeiße zu mir. Meine Typ. Ja. Yeah. Ja? Reicht mir nicht. Was soll ich mit dem Scheiß? In deiner Ämmer. Oh. Also soll ich dich jetzt da noch? Ja, komm. Na, das ist einfach. Ne, ich hab keine Ahnung. Hast du Gras? Was? Ein Gras? So ein Tic-Tac-Toe-Feld, wo man... So das Tic-Tac-Toe-Feld anordnen. Das ist wie ein Hessen, das... Das ist nicht unbedingt... Kein Wort verstanden. Ja, weil ich hab 3x3 Buttons. Und dann ändert sich irgendwas? Nö. Kann ich gehen? Ich bin Duck Meat. Ja. Bist du noch da? Ja. Was machen die was machen die drei Buttons? Will ich doch gehen. Nee, jo, ich kann einfach drauf drücken. Oh ja! Alter. Bei mir passiert was. Und? Du sahst halt auch nichts. Ah ja, ich bin so mies. Tschüss. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bei mir trillern sich dann Bilder und die kann man wohl anordnen, aber wer soll ich wissen, was richtig ist? Ja, weil ich da schon gesagt habe, Gras. Hat mir nix. Nur das Dings over drehe. Also, Trigger. Noch einmal. So, und jetzt tue ich das, wo eins unten drunter ist. Zweimal Trigger. Noch einmal. Und jetzt tue ich das in der Mitte Trigger. Noch einmal. Und jetzt hat du schon das rechts offen. Trigger. Noch einmal. Jetzt hat das ganz links unten. Ja, stopp. Jetzt das unten in der Mitte. Noch einmal. Jetzt das ganz rechts unten. Jetzt das rechts in der Mitte. Jetzt das in der Mitte rechts.
Ich bin so mies. Ja, ich habe jetzt da so eine Tafel mit Zahlen, wo ich... Ach, was kann ich denn da machen? Ich bin schon weitergelaufen. Ja, ich habe da so eine Tafel, wo ich was trinken kann. Ah ja, Bennett ist... Und dann gehen wir halt. Wenn du so verweichlicht bist, was soll ich denn machen? Träume gibt's denn du? Gibt's doch nicht. Drei. Aber in jedem Raum gibt's sehr viele Räume. Ich bin wirklich verweichlicht. Tschüss. Hallo. Hast du jetzt so... Ich bin immer noch bei den 3x3 Buttons. Ist es richtig oder falsch? Hallo? Ja, ich denke, das ist falsch. Okay, dann gehe ich weiter. Unter der Treppe hängt der Zettel. Den habe ich vorhin schon gesehen, aber nicht aufgehabt. Jetzt habe ich drauf gelegt und dann war er weg. Aber jetzt gehe ich. Nee, ich gehe jetzt, wenn nicht wirklich. Ich gehe jetzt einfach. Das macht mehr Sinn. Wieso macht das mehr Sinn? Tschüss. Tschüss. User disconnected from your channel.